Neuntes Kapitel. Von Drehort zu Drehort. Am darauffolgenden Abend saß ich mit Nia und Joe im Pub, während Kim und Tracy irgendwas anderes unternahmen. Die beiden kapselten sich so oft es ging ab in letzter Zeit. Ich konnte nur hoffen, dass ihnen die Tour zu stressig gewesen war und bald wieder alles beim Alten sein würde. Ernsthafte Differenzen konnten wir uns einfach nicht leisten. Ich trommelte mit den Fingern auf den rustikalen Holztischen im Rhythmus der fröhlichen Musik, die im Hintergrund lief. »Was ist mit Rezo? Wollte der nicht auch mitkommen?«, fragte Nia mich, was ich mit einem Achselzucken quittierte. Es musste ja nicht jeder wissen, dass ich auch schon sehnsüchtig darauf wartete, dass Rezo endlich ankam. »Keine Ahnung, vielleicht kommt er ja noch nach«, sagte ich und rückte ein Stück näher zu meinem besten Freund. Nia sah mich schweigend an. »Sagst du mir bitte endlich, was bei dir los ist?« Mein Blick flog schnell zu Joe. Nia hätte ich gern alles erzählt. Doch Joe vertraute ich einfach noch nicht genug, um auch mit ihm meine tiefsten Geheimnisse zu teilen. Ich mochte ihn, aber so nah waren wir uns dann doch noch nicht. Joe fing die Stimmung auf und seufzte. »Ich gehe dann mal frische Luft schnappen, wa?«, sagte er, kramte in seiner Tasche nach einer Zigarettenpackung und verließ den Pub. Und wieder einmal bewunderte ich ihn für sein Feingefühl. »Also, was ist dein Problem?« »Glaubst du, ich könnte schwul sein?« fragte ich flüsternd, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass niemand anders in Hörweite war. Ziemlich paranoid, wenn man bedachte, dass hier sowieso niemand unsere Sprache verstehen würde. »Ich weiß nicht. Sag du es mir«, sagte Nia und sah mich abschätzend an. »Es gibt ja sicher einen Grund, warum du mich das fragst, oder?« »Ja, also ich... Ich glaube, ich bin gerade dabei, mich in einen Typen zu verlieben.« »Scheiße«, sagte ich kleinlaut. Nia lächelte. »Du weißt doch, dass das völlig in Ordnung ist, oder? Klar, es ist sicher was anderes, für sich selbst damit klarzukommen. Aber du musst dir doch keinen Stress machen deswegen. Ich bin immer für dich da, das weißt du doch, oder?« »Ja, danke, Mann«, sagte ich und ließ mich von ihm in eine brüderliche Umarmung ziehen. »Also, wer ist es?«, fragte Nia. »Ich wette, das weißt du eh längst«, sagte ich, fast schon hoffend, es nicht selbst aussprechen zu müssen. »Ich hab da so eine Ahnung. Also ist es vermutlich Rezo?«, sagte er und ich stützte mein Gesicht in meine Handfläche, nickte aber dabei. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich dieses Gespräch gerade führte. »Ihr würdet einfach so abnormal gut zusammenpassen«, grinst er, und ich konnte mir bei seiner Begeisterung ein Lächeln nicht verkneifen. »Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur so eine alberne Schwärmerei und in 2 Wochen lache ich darüber. Nimm das bitte nicht so ernst. Vielleicht ist das auch nur das Ergebnis meiner Überarbeitung. Ich brauche echt eine Pause. Ich glaube, ich drehe langsam durch«, sagte ich schnell. Ich wollte auf keinen Fall, dass er sich da in was versteifte. Wo ich mir doch selbst so unsicher war, was diese Gefühle waren und wo sie plötzlich hergekommen waren. Nia wollte gerade zu einer Antwort ansetzen, doch just in dem Moment trat Joe wieder an den Tisch. »Na, seid ihr fertig mit euren Vertraulichkeiten?«, fragte er vorsichtig. »Klar«, sagte Nia. »Toni, mach dir keinen Kopf. Geh einfach in dich, dann wirst du es wissen«, sagte er noch, bevor wir mit Joe wieder an das Gespräch vom Mittagessen anknüpften. Es tat gut, dass ich Nia davon erzählt hatte, gerade wo ich ihn in der kommenden Woche nicht sehen würde und ich keine Chance haben würde, mich weiter mit meinem besten Freund auszutauschen. Ich brauchte ihn einfach bei solchen Angelegenheiten. Nichts war wirklich echt, bevor Nia davon wusste. So fühlte es sich zumindest an, und das seit einigen Jahren schon. Als wir im Flugzeug nach Peru saßen, bekam ich den Platz neben Rezo. Ich sah ihn von der Seite her an, grübelte darüber nach, wie es nun weitergehen sollte. Sollte ich ihm von meinen Gefühlen erzählen? Aber was war, wenn er sie gar nicht erwiderte? Dann würde unsere Freundschaft nicht mehr so funktionieren wie bisher. Dann wäre alles anders. Und ich wollte doch, dass es genau so blieb. So ungezwungen und schön und einfach perfekt. Rezo. Toni saß einfach neben mir und sagte kein Wort. Klar, wir hatten uns begrüßt und ein wenig geredet, aber nun saß er einfach hier und sah mich immer wieder so komisch von der Seite her an. Ich seufzte. Vermutlich hatte er mein Outing vor ein paar Tagen doch nicht so gut aufgenommen, wie er behauptet hatte. Vielleicht fand er mich jetzt seltsam oder ekelte sich sogar bei der Vorstellung, dass er im Kühlraum nah an einen Homo gepresst 2 Stunden ausgeharrt hatte. Nein, sowas würde Toni nicht denken. So war er nicht. Allerdings wirklich wissen konnte ich es nicht. Immerhin kannte ich ihn erst seit ein paar Monaten. Ich war kurz davor gewesen, ihm nicht nur meine Homosexualität zu offenbaren, sondern auch die Tatsache, dass ich ihn irgendwie gern hatte.
mehr als nur einen guten Kumpel. Doch soweit ich wusste, war Toni weder schwul noch bi. Er hatte nur von der einen oder anderen Ex-Freundin erzählt. Wieder seufzte ich, was mir einen neuerlichen Blick von Toni einbrachte. Ich drehte mich zu ihm und versuchte mich an einem Lächeln, was er sofort mit einem warmen Lächeln seinerseits quittierte. Oh Gott, dieser Typ schaffte mich. Sein Lachen ließ sein ganzes Gesicht leuchten. Einfach wunderschön. Ich freue mich auf Peru, muss ich sagen, sagte ich zaghaft. Ich auch, sagte Toni leise. Fast schade, dass wir nur zum Drehen dort sind und vom Land nicht wirklich etwas sehen werden. Aber andererseits freue ich mich auch echt auf den Urlaub danach. Ich bin ziemlich ausgelaugt. Seit dem Kühlraum habe ich auch mega Halsschmerzen, sagte er. Ja, kann ich mir vorstellen, sagte ich. Aber bald hast du den Marathon ja hinter dir. Fast hätte ich nach seiner Hand gegriffen. Aber nur fast. Ich durfte nicht vergessen, dass wir nicht nur Freunde waren. Wir hatten auch beruflich miteinander zu tun. Ich war der Agentur verpflichtet, mit der ich zusammenarbeitete. Ich wusste, wie diese Firma arbeitete. Wenn ich Toni zu nahe kommen würde, würde ich ihm auch irgendwann sagen, was ich von diesem Schlagmenschen hielt, der dort arbeitete. Dann würde das irgendwann ans Licht kommen und dann wäre ich vielleicht meine wertvolle Kooperation los. Denn die Agentur brachte mir viele gute Kunden ein. Mir gefiel das nicht besonders, aber im Moment war ich auf diese Firma angewiesen. Egal welchen Aspekt ich betrachtete, diese Verbindung wäre äußerst kompliziert. Vermutlich machte ich mir völlig umsonst so viele Gedanken. Toni wäre sowieso nicht an mir interessiert. Es gab inzwischen Hunderte oder gar Tausende, die ihn bewunderten, ihn verehrten. Wenn er wollte, konnte er sich unter tausend hübschen Mädchen oder auch Typen jemanden aussuchen. Wie sollte ich da mithalten? Und dann, gerade als ich meine Hand wegziehen und etwas Abstand gewinnen wollte, legte Toni seine Hand auf meine. Er sah mich nicht an dabei, strich nur vorsichtig mit einem Daumen über meinen Handrücken und sorgte dafür, dass mein Atem für einen Moment stockte. 10. Kapitel. Peru. Toni hier mitten im Dschungel bei den alten Tempeln zu sehen, war irgendwie magisch. Klar, die Kamerateams waren auch noch da, aber dennoch. Ich konnte mir schon gut vorstellen, wie das Ganze im Video wirken würde. Und wenn es nur annähernd so gut werden würde, wie ich es mir vorstellte, dann konnte es gar nicht floppen. Vor allem nicht, wenn man bedachte, wie die Agentur und das Management vorhatte, das zu vermarkten. Der arme Toni. Er würde sich wohl nicht besonders lang erholen können. Es ging immer weiter, bis die Agentur hatte, was sie wollte. Eine bekannte Band, die Unmengen an Umsatz generierte. Konzertkarten, Alben, Merchandise. Alles, was irgendwie Geld einbrachte. Naja, auch wenn ich es ihm nicht sagen konnte. Irgendwann würden Toni und die Band schon merken, dass sie sich mit diesem Konzept selbst kaputt machten. Diese Firmen waren nicht an Künstlern interessiert, die langfristig gute Musik machen wollten. Sie brauchten Leute, die schnell bekannt wurden, ein paar Monate oder gar Jahre die Hallen füllten, bevor neue, jüngere Künstler ihren Platz einnahmen. Länger als ein paar Monate hielt man dieses Arbeitspensum auch nicht aus. Als der Drehtag sich dem Ende zuneigte, klopfte ich Toni anerkennend auf die Schulter. Das war richtig gut heute. Ich bin so gespannt, wie das Video wird, sagte ich ihm und zog ihn in eine herzliche Umarmung. Ich dachte an seine Hand auf meiner, dieser eine Moment, in dem meine Hoffnung aufgekeimt war. Ich kann diesen Song nur langsam echt nicht mehr hören, sagte Toni mit einem erschöpften Grinsen, als er sich viel zu schnell von mir gelöst hatte. Obwohl ich ihn so mochte, als wir ihn geschrieben haben. Schon verrückt. Aber morgen ist ja schon der letzte Drehtag. Danach kommt nur noch das Fotoshooting und dann geht's endlich nach Hause. Mensch, ich habe meine Familie schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hatte ein komisches Gefühl im Magen, doch das schluckte ich runter. Das hast du dir auch verdient, sagte ich und klopfte ihm auf die Schulter. Toni war ein wenig größer als ich. Wenn er mich so angrinste, mit seinen treuen, dunklen Augen und diesem liebevollen Lächeln, konnte ich einfach nicht mehr klar denken. Was hast du heute noch vor? Fragte ich ihn. Hinter uns packte das Kamerateam gerade das Equipment zusammen. Ich werde mich nur noch hinpacken heute. Wir fahren ja von hier aus noch eine Stunde zurück zum Hotel und ich bin echt extrem müde. Aber wenn du willst, kannst du gern noch rüberkommen. Dann können wir noch ein paar Minuten chillen und ein bisschen ferngucken oder so, sagte er achselzuckend. Ich hoffte nur, dass er nicht hörte, wie mein Herz schneller schlug. Seit unserer Kühlraumpanne war ich nicht mehr wirklich allein mit ihm gewesen. Aller Vernunft zum Trotz kribbelte es nervös in meinem Bauch. Ich würde mit ihm allein sein. Rezo? Fragte er nach und ich lachte verlegen. Ja klar, mach ich gerne. Toni. Ich hatte gerade den Drehtag von meiner Haut gewaschen. Da klopfte es zaghaft an meiner Tür. Ein Moment, rief ich aus dem Bad. Schnell stieg ich aus der Dusche, rubbelte kurz mit dem Handtuch über mein nasses Haar
und wickelte es dann um meine Hüfte, bevor ich zur Tür ging und sie öffnete. »Hey Rizzo, komm rein. Ich zieh mir nur fix was an«, sagte ich. Irrte ich mich oder wurde er leicht rot, als er mich ansah? Jedenfalls hatte er schnell den Blick gesenkt und war eingetreten. Eine Minute später hatte ich mir ein Shirt und eine Jogginghose übergezogen. Rizzo stand immer noch mitten im Zimmer. »Sorry, willst du was trinken?«, fragte ich schnell. Er nickte schulterzuckend und wir machten uns daran, die Minibar zu plündern. Jeder mit einem Getränk und einem Snack ausgestattet, schmissen wir uns aufs Bett, was in diesem Hotelzimmer gleichzeitig die einzige Sitzgelegenheit war. Stumm machte ich den Fernseher an und zappte durch das Programm. »Was willst du denn sehen?«, fragte ich, während ich immer schneller weiterschaltete. »Ist mir ziemlich egal«, sagte er und ich lachte. »Gut, dann sehen wir eben das hier.« Ich hatte bei irgendeinem Film angehalten. Er war sowieso auf Spanisch. Ich vermutete, dass Rizzo genauso wenig davon verstand wie ich. Eine Weile versuchte ich, dem Film zu folgen, doch bald musste ich mir eingestehen, dass ich den Film weder verstehen konnte, noch dass ich es wirklich versuchte. Ich schielte rüber zu Rizzo, der mit glasigen Augen Richtung Bildschirm starrte. Irgendwann bemerkte er, dass ich ihn ansah, und drehte sich ebenfalls zu mir. Ich lächelte ihn zaghaft an, und auch er schenkte mir ein Lächeln, was mein Herz höher schlagen ließ. Mein Blick huschte zu seiner Hand. Vorsichtig legte ich meine Hand direkt neben seine, berührte sie ganz sachte mit einem meiner Finger, ohne meinen Blick von ihm abzuwenden. Erst im Flugzeug hatte ich dem Impuls nachgegeben und meine Hand auf seine gelegt. Und auch, wenn er keine Anstalten gemacht hätte, sie wegzuziehen, war ich mir unsicher, ob ich nicht zu weit gegangen war. Er schloss leise seufzend die Augen und schob schließlich seine Hand in meine, sodass ich meine Finger um seine Hand schloss. Ich war mir sicher, wenn der Film nicht immer noch im Hintergrund rauschen würde, hätte man meinen Herzschlag hören müssen. Ich drehte mich auf die Seite, rückte ein Stück näher an ihn heran und legte schließlich meinen Kopf an seine Schulter, während meine rechte Hand zu seiner anderen Schulter wanderte und diese umfasste. Mein Arm ruhte jetzt auf seiner Brust und ich spürte auch sein Herz schlagen. Wie in Zeitlupe legte er mir eine Hand auf den Rücken und strich meine Wirbelsäule entlang. Ich seufzte wohlig an seinem Hals und ehe ich mich zurückhalten konnte, drückte ich ihm einen Kuss auf die Wange, nah neben seinem Ohr. »Ich bin so müde«, flüsterte ich leise. »Wenn ich jetzt einschlafe, bleibst du dann bei mir?«, fragte ich müde. Jetzt war ich mir fast sicher, dass er mich mochte. Doch so müde wie ich war, hatte ich einfach jetzt keine Kraft mehr, mit ihm darüber zu reden. Ich war einfach froh, hier in seinen Armen liegen zu können. Ich fühlte mich so wohl und so sicher bei ihm. »Wenn du möchtest, bleib ich gern hier«, sagte er, und ich lächelte gegen seinen Hals. Ich atmete tief seinen betörenden Geruch ein, dann spürte ich, wie ich wegdämmerte. Rizzo. »Toni?«, flüsterte ich, doch bekam keine Antwort. Nur ein kleines Schniefen, was an meinem Hals kitzelte. Wie konnte er jetzt einfach einschlafen? Mir war bewusst, dass er müde und fertig war, jeden Tag mehr, aber wie konnte er ausgerechnet jetzt einschlafen? Ich würde jetzt bestimmt nicht schlafen können. Ich seufzte und sah dem schlafenden Toni zu, wie er leise schniefend hier in meinem Arm lag. Mein Herz schlug immer noch wie wild, doch nach und nach beruhigte es sich wieder. Ich war immer noch fassungslos, dass er sich einfach an mich gekuschelt hatte. So selbstverständlich. Das war zwar nicht das erste Mal gewesen, dass er meine Nähe gesucht hatte, doch eine kurze, herzliche Umarmung oder sein verwirrter, verängstigter Zustand nach dem Kühlhaus waren etwas anderes. Das ließ noch Interpretationsspielraum. Das musste nichts bedeuten. Heute aber war er einfach zu mir gekommen, hatte sich an mich gekuschelt, war hier in meinen Armen eingeschlafen. War es doch möglich, dass er mich mochte? Meine Wange schien immer noch zu brennen an der Stelle, wo seine Lippen mich berührt hatten. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Vorsichtig angelte ich mir die Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus. Dann suchte ich nach dem Lichtschalter, der Nachttischlampe und löschte das Licht. Nun lag ich hier im Dunkeln in einem Bett mit dem Mann, den ich gestern noch für unerreichbar gehalten hatte. Ich vergrub mein Gesicht in seiner blauen Mähne und atmete tief seinen Geruch ein. Seine Haare waren immer noch leicht feucht von der Dusche. Auch wenn mein Arm unter ihm langsam taub zu werden drohte, ich würde nicht im Traum daran denken, diese Umarmung aufzulösen. Also zog ich ihn noch ein wenig fester an mich und schloss die Augen. Ich schlief lange nicht ein, doch die Zeit verging anders als sonst. Hier mit Toni im Arm hätte ich die ganze Nacht wach liegen können, ohne mich auch nur eine Sekunde zu langweilen. Also starrte ich an die Decke, genoss die Nähe, die mir zuteil wurde und fragte mich, womit ich diese Seligkeit verdient hatte.